wir jetzt stehen, wir sind im Abstiegskampf. Jetzt. Damit spricht Frischhoff-Trainer Velimir Petkovic nach dem Spiel gegen den Bergischen HC das aus, was in Göppingen niemand hören will. Mit nur 6 Punkten aus 9 Spielen stecken die Grün-Weißen im letzten Drittel der Tabelle fest. Ich habe immer wieder in letzter Zeit meine Mannschaft gelobt. Wir haben immer wieder kämpferische Leistung gezeigt. Wir haben auswärts besonders gute Leistung gezeigt. Wir haben gute Handball gespielt, aber leider Punkte sind nicht da. Und das ist das, was tut weh. Und das ist das, was fehlt uns derzeit. Und das ist das, was haben wir auch heute gesehen. Zu Beginn sah es gegen den Bergischen HC noch so aus, als ob die Göppinger die 2 Punkte zu Hause behalten. Dass sie keinen großen Vorsprung herauswerfen konnten, lag größtenteils an individuellen Fehlern. Und genau die wurden Frischhoff mit der Zeit zum Verhängnis. Sie spielten zwar besser als die Gäste aus Nordrhein-Westfalen, schlugen daraus aber deutlich weniger Kapital. So gab es am Ende nur ein 29:29 Unentschieden und einen Punkt, über den sich die Göppinger kein bisschen freuen konnten. Ich fühle mich wie ein Verlierer heute. Wir haben, schon die Hand an beiden Punkten dran. Bergischer HC freut sich hier riesig über den Punkt bei uns hier in Göppingen. Und deshalb ist es einfach heute zu wenig. Für uns war nur wichtig der Sieg, dass wir wieder in Erfolgsspur kommen und dass wir einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis haben. Und da zu Hause gegen einen Aufsteiger, der war bisher überragend spielen, unentschieden, tut natürlich weh. Aber das Spiel war die ganze Zeit ausgeglichen und ich denke, das ist dann verdient, das Unentschieden. Ganz anders die Gefühlslage bei den Gästen. Als Aufsteiger hat der Bergische HC in dieser Saison schon viele große und etablierte Teams geärgert. Ja, ich denke, man hat heute ein sehr gutes Handballspiel gesehen mit 2 Mannschaften auf Augenhöhe. Und wir haben einen Punkt auswärts mitgenommen. Und ich denke, gerade hier in Göppingen ist das schon was Besonderes. Lange Zeit, um über den verlorenen Punkt nachzudenken, bleibt den Göppingern nicht. Am nächsten Samstag steht bereits die nächste Partie auf dem Plan. Dann geht es zur MT Melsungen. Wenn auch dort die Punkte ausbleiben, steckt Göppingen ganz tief im unteren Drittel der Tabelle. Und sollte dann eine Sensation gegen den THW Kiel in 2 Wochen nicht gelingen, könnte das Wort Abstiegskampf in Göppingen noch des Öfteren fallen.